Willkommen bei Spaß mit modularen Synthesizern. Mein Name ist Christian, schön, dass du da bist. Heute wollen wir uns Smooth und Ratchet anschauen. Funktionen etwas langsam und etwas schnell zu machen. Beide sind ein bisschen anders gelöst, als man sie vielleicht von anderen Sequenzen kennt. Wollen vielleicht mit Smooth beginnen und dafür zuerst mal zwei einfache Steps einführen. Eine mit einer Tonhöhe von einem C, eine Duration von 8. Und der zweite Step, vielleicht mit einer Tonhöhe von einem F. Für die nächsten 2-3 Minuten brauchen wir den Gate-Ausgang hier nicht. Ich nehme den mal raus. Und der CV-Ausgang, der gibt, wie üblich, an unseren kleinen Synthesizer von Döpfer die Tonhöhe, denn die CVA sagt uns, wie hoch der Ton sein soll. Gut, schauen wir uns mal Smooth an. Smooth kann man anwählen auf Steps. Man kann einen Step anwählen, zum Beispiel den ersten Step, und dann wieder drauf drücken. Dann sieht man nur ein kleines Pünktchen. Das heißt, Smooth ist hier aktiv für diesen Step. Und was macht Smooth? Smooth ändert den CVA-Wert in diesem Fall ganz langsam und graduell von diesem Wert bis zum nächsten Wert. Vom C bis zum F. Beim Smooth ist wichtig, auf welcher Position dieser Hebel steht. Wenn hier der auf einem A, auf dem A steht, dann bedeutet das, dass dieses Pünktchen heißt, dass der CVA graduell angepasst wird. Schaut, wenn ich den auf B stelle, dann verschwindet das Pünktchen. Das heißt, der CVB, der wird ganz normal, ganz trocken ausgegeben. Von meinem auf den anderen Wert. So, hier sieht man wieder das Pünktchen, weil jetzt der Hebel auf der Stellung A ist für A wie CVA. Man kann diesen Smooth-Effekt auch auf ein ganzes Pattern setzen. Wenn ich hier das Pattern wähle und Smooth drücke, dann gibt man hier ein kleines Pünktchen. Das bedeutet nichts anderes, dass alle Steps, egal ob sie jetzt hier einen Punkt haben oder nicht, langsam von einem zum nächsten Wert übertragen werden. Und hier beim Track genau dasselbe. Wenn ich hier das Pünktchen setze, dann sieht es hier so aus. Nehme die mal weg. Ich lasse die beim Step 1 und ich setze sie auch beim Step 2. Wie tönt jetzt das? Lass uns mal ausprobieren. Wir haben keinen Gate-Ausgang hier. Das heißt, ich muss diesen kleinen Synthesizer hier ein bisschen Gain geben. Dann tönt das so. Ja, es tönt wie eine Sirene. Das heißt, der Wert geht vom C zum F. Und nimmt sich dafür die Duration von 8 Zeit, also 8 Schläge. Der Clock nimmt sich Zeit für diesen Übergang. Nun, was passiert, wenn ich jetzt hier bei Gate zum Beispiel eine 7 einstelle? Da passiert etwas ganz anderes. Schauen wir uns das mal an. Da passiert nichts. Oder doch? Es passiert doch etwas, aber ganz schnell. Und das liegt nicht etwa daran, dass wir hier einen Gate-Ausgang haben. Wir haben diesen Gate-Ausgang ja extra hier nicht angeschlossen. Sondern es liegt daran, dass der Smooth-Effekt bei diesem Sequencer nur aktiv ist, wenn das Gate low ist. Das heißt, bei diesem ersten Step ist das Gate jetzt 7 Glockschläge hoch, dann wird es ein Schlag tief. Und in diesem tiefen Zustand wird der CVA in diesem Fall graduell angepasst. Wenn dieses Gate zum Beispiel 3 lang ist, dann tut es ein bisschen anders, weil in dieser Zeit, wo das Gate aktiv ist, ändert sich die Tonhöhe nicht und erst später ändert sich die. Hören wir uns das mal an. Thank you.
Jetzt bleibt es konstant, jetzt geht es hoch, es bleibt konstant und wird wieder runtergehen. Diese Methodik ist sehr clever, weil man Smooth sehr oft auch für den CVB braucht. Zum Beispiel zu einer Lautstärke nicht schlagartig zu ändern, aber graduell zu ändern. Zwischen zwei Tönen möchte man vielleicht eine andere Lautstärke haben, aber soll Schritt für Schritt vor sich gehen. Und das ist dann praktisch, weil solange das Gate heißt und die Hüllkurve aktiv ist, oder, ja, ist die Lautstärke dann die gleiche. Und in der Zeit, wo die Hüllkurve so langsam abflacht oder ganz verschwindet und man so auf den nächsten Ton wartet, in dieser Zeit wird dann das CVB, zum Beispiel die Lautstärke, graduell angepasst. Das ist eigentlich ein sehr cleveres Feature, aber man muss es wissen, weil sonst denkt man, warum ändert sich das nicht? Ich habe doch hier einen Smooth-Effekt. Der Smooth-Effekt ist nur aktiv, wenn das Gate No ist. Also ganz extrem, wenn wir jetzt das Gate auf 8 setzen und gar nie tief kommen lassen, dann werden wir sehen, ist der Smooth-Effekt gar nicht da oder fast gar nicht da. Ein Ton und ein anderer Ton. Das war Smooth. Wollen wir jetzt vielleicht den zweiten ein bisschen speziellen Modus, Ratchet, oder wie es hier in diesem Sequencer vielleicht besser heißt, Note Repeat ansehen. Ich möchte jetzt hier dafür zuerst mal diesen Smooth-Effekt von diesem Step wegnehmen. Und auch von hier wegnehmen. Und die Gate-Länge setzen wir hier vielleicht wieder auf etwas Kürzeres, zum Beispiel 1. Um einen Note Repeat für einen Step einzuschalten, zum Beispiel hier für den ersten Step, dann klickt ihr einfach, während die LED hier aktiv ist von Gate, nochmal auf Gate. Dann seht ihr zwei kleine Pünktchen hier und das bedeutet, dass eben dieser spezielle Modus aktiv ist. Dieser spezielle Modus, der hat zwei unterschiedliche Ausprägungen. Der fühlt sich ein bisschen anders an, ob man einen Track hat, wo das Gate wirklich ein Gate ist, oder ob man einen Ausgang hat, wo das Gate ein Trigger ist. Aber beginnen wir vielleicht mal mit dem wirklichen Gate gleich Gate und hören uns das mal an. Jetzt brauche ich aber wirklich ein Gate dazu, sonst hört ihr da gar nichts Spezielles. Und ich schalte jetzt mal, so, beim ersten Track sehen wir den zweiten Step auch in diesen Ratchet-Modus, in diesen Note-Repeat-Modus. Und ich habe bei beiden jetzt hier eine 1 eingetragen. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass wir es am besten zuerst mal anhören. Es werden jetzt alle Töne je 4-mal ausgegeben. Und warum ist das so? Hier steht ja eigentlich eine 1. Es steht ja nicht eine 4, wie man es vielleicht erwarten würde. Aber das heißt eigentlich nur, dass jetzt ein Clock-Signal, ein hohes Signal ausgegeben wird und immer auch ein Clock-Signal, ein tiefes Signal. Wieder ein hohes, ein tiefes, ein hohes, ein tiefes. Und das macht diese Sequenz so lange, wie es möglich ist. Es gibt dann genau diese 4 Schläge, die wir gehört haben. Stelle ich jetzt diesen Wert hier auf 2, ich glaube, ihr ahnt schon, was passiert, dann gibt es 2 hohe Clock-Signale, 2 tiefe, 2 hohe, 2 tiefe und wir werden jeden Ton 2-mal hören. Das war gut und so, wie wir es erwartet haben. Was passiert nun, wenn wir eine 3 hier einstellen? Hören wir uns das auch mal an. Ja, ich glaube, das haben wir auch erwartet. Der Ton kommt hier nur einmal. Warum?
sind drei Schläge hoch, das heißt, der Ton kommt, dann drei Schläge tief, man hört nichts, und dann kommt der Ton wieder, hat aber keinen Platz. Es fehlen ja dann nur noch zwei und man müsste ihn dreimal ausspielen. Das geht nicht und dann macht die Sequenz nichts. Hören wir uns das nochmal im Detail an. Ein hoher Ton. Noch ein höher Ton. Und das war es eigentlich schon. Also in diesem Gate-Modus funktioniert dieses Ratchet, wobei hier will man wirklich besser Note-Repeat sagen, indem die Note wiederholt wird, solange es möglich ist, mit dieser Gate-Länge hier steht. Nun, im anderen Modus, im Trigger-Modus, funktioniert es ein bisschen anders, nicht viel anders, aber ein bisschen anders. Schauen wir uns das auch mal an, für die einzelnen Steps. Stelle ich hier jetzt eine 1 ein, hier nochmal eine 1. Hier bedeutet diese 1, es wird ein Signal ausgegeben, es wird ein Clock-Signal gewartet, nochmal ausgegeben, wieder gewartet, nochmal ausgegeben und das, solange es möglich ist. Das heißt, jetzt wird nicht wie vorher 4 Signale ausgegeben, als wir im Gate-Modus waren, sondern jetzt werden doppelt so viel, nämlich 8 Signale ausgegeben. Hören wir uns das mal an. Jetzt muss ich allerdings hier den Synthesizer noch ein bisschen anders einstellen, weil wir haben jetzt doch ein kürzeres Triggersignal. Damit wir das noch hören, stelle ich das vielleicht mal ein bisschen anders ein. Ich hoffe, man hört das. Und es sind je 8 Töne, die ausgegeben werden. Schauen wir uns vielleicht mal an, was passiert, wenn hier jetzt eine 2 steht. Ich glaube, ihr ahnt das schon. Es wird also viermal ausgegeben. Spannender ist, was jetzt kommt, wenn hier eine 3 steht. Stellen wir auch eine 3, dann verwirrt es ein bisschen weniger, haben wir an beiden Stellen eine 3. Und seht mal mit, es ist... Es wird der Ton dreimal ausgegeben. An was liegt das? Nicht, weil hier eine 3 steht, das ist reiner Zufall. Dass der Ton dreimal ausgegeben wird, können wir uns ausrechnen. Er wird zuerst ausgegeben, dann wird 3 Clock-Signale gewartet, dann wird er wieder ausgegeben, das zweite Mal, dann wird wieder gewartet, dann wird er das dritte Mal ausgegeben und dann ist fertig, weil dann bleiben nur noch 2 Clock-Signale übrig von dieser Duration von 8 und dann macht der Sequencer gar nichts mehr. Also Ausgabe, dreimal warten, Ausgabe, dreimal warten, dann sind 6 schon vorbei und deswegen hören wir 3 Signale. Gut, das war dieser zweite Modus, wenn man hier in diesem Trigger-Mode drin ist. Tönt es ein bisschen anders. Ich gehe jetzt wieder mal auf den Gate-Mode zurück. Und was ich euch noch Gate-Mode zurück, was ich euch noch ganz schnell zeigen möchte, ist, wenn man diesen Ratchet-Effekt und den Smooth-Effekt zusammen anwählt, dann entstehen noch ganz interessante Konstellationen. Wollen wir das mal ausprobieren? Ich gebe mal diesem Step und sage hier Smooth und auch bei diesem Step sage ich das Gleiche. Und beide setze ich jetzt mal auf einen relativ schnellen Rope-Repeat. Ich sage, das Gate ist immer eins High und dann eins Low, das so oft wie man kann, wenn wir uns das jetzt mal anhören. Das tönt doch interessant.
Und wenn ich hier an der Gate-Länge noch ein bisschen ändert. Und vielleicht noch den ECI ein bisschen öffnet. Dann entstehen da interessante Effekte. Während das Gate high ist, wird der Ton nicht geändert. Und wenn das Gate low ist, vielleicht die Hüllkurve noch offen ist vom vorherigen Gate, wird der Ton angepasst. Gut, wollen wir uns vielleicht ein Beispiel ansehen, wie wir zum Beispiel Ratchet brauchen können. Ich habe dafür etwas vorbereitet. Ich habe hier einen Snapshot 3 vorbereitet und wir haben darauf unsere altbekannte Melodie, die ihr vielleicht schon kennt. Hören wir uns die mal an. Und zu dieser Melodie habe ich jetzt noch 3 Schlagzeuginstrumente hinzugetan. Ich habe hier einen dritten Track und da sind diese 3 Instrumente drauf. Bevor wir uns das mal anschauen, wollen wir uns den Track selber anschauen, die Konfiguration vom Track. Wir sehen hier jetzt bei Step steht eine 8. Das heißt, für diesen Track gilt eine Viertelnote sind 8 Schläge. Dann haben wir hier beim CVA eine Nummer, beim CVB auch eine Nummer. Nicht mehr eine Note wie üblich beim CVA. Warum? Das ist auch noch komisch, werden wir sehen. Und klar, es geht um Drummodule, um Schlagzeugmodule. Da steht bei Gate das Triggersignal, wie wir vorhin gehört haben. Hängt das jetzt von der Gate-Länge ab, also von dieser Zahl, die hier steht, wie lange das Triggersignal genau ist. Ich werde es jetzt hier fast immer auf 1 gesetzt haben. Das heißt, in unserem Fall ist das Triggersignal nach 0,1 Millisekunden lang. Das ist für die Drummodule genau eine gute Zeit. Schauen wir uns jetzt vielleicht die einzelnen Steps an. Das ist der erste Step. 0, ja, Duration. Der zweite auch 0. Gut, dass der erste 0 ist, ist klar. Das Schlagzeug setzt ein bisschen später ein als die Melodie. Aber dass der zweite 0 ist, gut, ja. Dann haben wir einen ganz lustigen Step, da steht 1, 1, da geht auch 1, überall eine 1. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Indextabelle und die sagt uns, was diese 1 bedeutet, weil hier in diesem Fall haben wir eine ganz spezielle Indextabelle. Die Indextabelle hier für den CVA besteht eigentlich nur aus 2 wichtigen Indexen. Der erste ist 0, gibt Spannung 0 aus, der zweite ist 1, gibt Spannung 8 aus. Und alle anderen, die sind irgendwas, aber die sind uns eigentlich egal. Das heißt, der CVA gibt einfach 0 oder 8 aus. Klar, er steuert ein Drummodul an. Ich steuere das jetzt ganz einfach an, ohne nichts, einfach wirklich 0 oder 8. Es gibt Drummodule, die kann man ein bisschen filigraner ansteuern. Ich mache das da ziemlich brachial. Das gleiche gilt auch für den CVB. Auch da habe ich genau die gleiche Indextabelle, ausnahmsweise. Mit einer 0 und einer 8 Volt. Das heißt, CVA und CVB werden einfach als 0 oder 8, wenn hier etwas gesetzt ist, ausgegeben. Das Gate wird ohnehin immer als 0 oder 8 oder 0 oder 9 ausgegeben. Das heißt, da muss ich nichts einstellen. Das heißt, bei mir sind jetzt alle diese Ausgaben eigentlich ganz normale, ja nicht unbedingt Triggers, aber ganz einfache binäre Ausgaben. Schauen wir uns die weiteren Steps an. Da haben wir wieder ein Steps mit Duration 4. Wir wissen ja, eine Viertelnote ist bei uns 8. Erinnert euch noch? Diese 8 hier. Das heißt, 4 ist eine Achtelnote. Und, naja, und so geht das dann weiter. Manchmal habe ich hier eine 0 oder eine 1. Und ihr ahnt schon, das ist die Ausgabe von der Cimbale oder von halt dem Instrument, das dahinter steckt. Wir sehen die nachher noch. Und wenn eine 0 steht, kommt keine Ausgabe. Und die Duration ist eigentlich immer 4, bis auf den letzten Step. Beim letzten Step habe ich 32. Das ist so mein Pausenstep, damit es ganz schön am Schluss aufhört. Jetzt werdet ihr euch aber vielleicht wundern, warum ist jetzt hier jeder zweite Step
dann eine 0. Achtet euch mal, jeder Step, wo eine gerade Zahl ist, ist eine 0. Und zwar immer. Das ist ein kleiner Trick, wie man die CVA und CVB als Trigger nutzen kann. Und ich werde euch das nachher bei den einzelnen drei Instrumenten im Detail zeigen. Aber vielleicht so vorweg gesagt, wenn ich mit einem Track eine Drumspur mache, einen Drumtrack mache, dann mache ich es eigentlich immer so, dass alle geraden Steps immer 0 sind. Von der gleichen Duration wie die anderen, aber immer 0. Und dann kann ich bei den ungeraden Steps einen Wert reinschreiben und der triggert etwas. Weil stellt euch mal vor, es gäbe hier keine 0. Stellt euch mal vor, es gäbe diesen Step gar nicht. Dann würde eventuell, wir sehen es dann auch, direkt von einer 1 auf eine 1 geschaltet werden. Und es gibt gar kein Triggersignal. Würde ich dann also zum Beispiel zwei Snare Drums hintereinander wollen, alle Viertelnote eine, naja, dann würde ich bei der ersten Viertelnote eine 1 schreiben, bei der zweiten Viertelnote auch eine 1, weil dazwischen keine Pause ist, kein Leerschlag ist, wird die Snare Drum nicht getriggert. Das heißt, dass man sicher ist, dass sie getriggert wird, setze ich jeden zweiten Step auf 0 und dann weiß ich, wenn ich auf die ungeraden Steps eine 1 setze, dann wird es ganz sicher getriggert, weil der nächste ist eine 0. Es muss dann von hoch wieder nach tief gehen. Aber hören wir uns das vielleicht im Detail an, wenn wir uns die einzelnen Instrumente anhören. Ich habe hier im Track 3 beim CVA eine Cimbale eingesteckt. Die geht dann mehr oder weniger direkt zu unserem Ausgang. Und wenn wir uns das mal anhören, dann hört ihr es ja schon. Schauen wir uns den Track von dieser Cimbale mal ganz genau an. Gehen wir auf Step 1. Hier seht ihr 0, macht's nichts. 0, 0, hier kommt sie. Und alles andere bleibt 0. Ich werde jetzt sicher zu Recht sagen, ja, diese Zwischenschritte, die ich da vorhin erklärt und lang und breit irgendwie analysiert habe mit diesen vielen Nullen, die brauche ich ja gar nicht. Das stimmt 100%. In diesem Fall braucht man es nicht, weil nachher kommt ohnehin eine 0. Das Einzige, was dieser Zwischenschritt hier bringt, ist, ich habe die Sicherheit. Würde ich hier eine zweite Cimbale setzen wollen, zum Beispiel hier, machen wir das gleich mal. Seht ihr, wenn ich hier also 2 habe, dann geht das und hätte ich diesen Zwischenschritt nicht, dann würde das nicht gehen, weil es von 1 auf 1 springt. Und wenn es von 1 auf 1 springt, passiert einfach kein Triggersignal. Das Drummodul wird nicht angetriggert. Das war das erste Instrument. Ich schalte jetzt das hier mal wieder raus und schalte uns das zweite Instrument ein. Das ist eine Snare Drum. Oder vielleicht beginnen wir besser mit der Bassdrum, weil die ist hier im zweiten Ausgang. Dann können wir uns den zuerst mal anschauen. Das ist der CVB hier. Wie fühlt sich das hier an? Da kommt sie. Da kommt sie. Und da kommt sie. Gleiche Methode, ich setze hier 1. Nach der 1 kommt die mal 0 mit unseren Zwischenschritten, den geraden Zwischenschritten. Und das hört sich dann so an. Einfach das gleiche System wie bei der Cimbale. Und jetzt kommt noch die Snare Drum hinzu, das dritte Instrument. Die habe ich hier einen ganz normalen Gate-Ausgang angeschlossen. Hier ist es ein bisschen einfacher. Hier brauche ich eigentlich die Zwischenschritte nicht. Beim Gate-Ausgang kann ich ja sagen, geh zuerst high, geh zuerst auf eine hohe Spannung und nachher auf eine tiefe Spannung. Ganz einfach mit diesem Gate, mit dieser Gate-Länge. Hier kann ich ja ganz einfach sagen, geh zuerst 1 hoch und dann wieder. Da bräuchte ich jetzt die Zwischenschritte nicht.
Der Grund, warum ich diesen Nährdraum hier an den dritten Ausgang und den Gate-Ausgang angeschlossen habe, ist, beim Gate-Ausgang habe ich noch dieses Ratchet. Und das möchte ich auch gleich nutzen. Und gerade bei dem Snare-Drum braucht man das recht oft und gerne, um halt den bekannten Effekt zu erreichen. Das können wir uns jetzt hier gleich anhören. Das ist zwar richtig, aber ich habe noch das falsche Instrument eingeschaltet. Ich habe immer noch die Bassdrum angeschaltet. Hören wir uns das vielleicht nochmal an. Hört ihr den Ratchet-Effekt? Ja, das haben wir so erreicht, indem wir, wenn wir das mal ganz detailliert anschauen, indem wir hier gesagt haben, hier spielst du einfach die Snare-Drum ganz normal, hier auch. Hier auch. Hier spielt es ein bisschen spezieller, und zwar in dieser Duration von 4 spielen wir die Snare-Drum mit einem Abstand von 1 in einem Ratchet-Modus. Was heißt das? Wir sind hier im Track und haben hier den Track-Modus für das Gate, den Gate-Ausgang gewählt. Den Trigger-Modus, Entschuldigung. Wir sind hier im Track, so viel TRs, und haben den Trigger-Modus für diesen Ausgang gewählt. Das bedeutet, dass diese 1 heißt, es wird getriggert, es wird 1 gewartet, es wird getriggert, es wird 1 gewartet und so weiter, solange es halt geht. Und das Gleiche passiert dann auch bei dem nicht. Hier steht eine normale 1, aber hier steht wieder so eine Ratchet 1 mit diesen 2 Punkten, da passiert das Gleiche nochmal. Hören wir uns das vielleicht noch ein letztes Mal an. Ich mache hier Reset. Gut, das sind diese 3 Drums oder 3 Drum-Module, die wir hier in einem einzigen Track untergebracht haben, mit diesen 3 Ausgängen. Wenn ihr genug Tracks zur Auswahl habt, dann müsst ihr das nicht so umständlich machen. Dann könnt ihr Track 2, 3, 4 je der Gate-Ausgang nutzen, um eure Drum-Module anzuspielen. Ich habe aber hier nicht mehr ganz so viele Ausgänge und deswegen bin ich ganz froh, wenn ich mit diesem gerade Steps gleich Null Trick mehrere anschließen kann, auch beim CVA und CVB. Jetzt will ich aber auch nicht länger auf die Folter spannen und euch zeigen, wie das alles zusammentönt. Spielen wir mal alle 3 gemeinsam mit der Melodie und mit dem Akkord, den wir letztes Mal schon eingespielt haben, ab. Das war's für heute. Nächstes Mal wollen wir uns dieses Element hier oben anschauen, die Parts. Mit diesen Parts können wir aus dem Musikmaterial, das wir schon haben, viel mehr rausholen. Wir können die Reihenfolge des Abspielens, Start und Ende und Reset ganz variabel gestalten. Das wollen wir nächstes Mal machen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei wärst. Es hat mich sehr gefreut, dass du dieses Mal dabei wärst. Merci vielmals und tschüss.